Entschuldigung, aber ich bin total allergisch gegen euer Volk. Wie heißt sie noch? Spackos? Nein, Moment. Spastis? Nein, auch nicht. Spatiaten. Genau. Das ist ein Regenschirm. Vorsicht, mein Freund. Nicht mit spitze Gegenständen in die Gegend rumlaufen. Das ist wirklich sehr gefährlich. Und außerdem, kein Mensch, egal ob Perser oder Grieche, droht einem Gesandten. Hat hier jemand was von Sand gesagt? Ich bin nämlich das Sandmännchen. Perser, du breitest die Köpfe und die Kronen besiegter Könige in meiner Stadt vor mir aus? Oh, come on, ich wollte einen Flohmarktstand aufmachen. Du beleidigst meine Königin. Ich habe nur dumme Kuh zu ihr gesagt. Aber meine Königin ist laktoseintolerant und verträgt nicht mal Milch. Davon muss ich immer pupsen. Jedes andere Tier ist okay, aber nenn sie nicht Kuh, Perser. Und du drohst meinem Volk mit Sklaverei und Tod. Ich habe eurem Volk ein Heavy-Metal-Lied vorgesungen. Ist eigentlich nur mir aufgefallen, dass ich ziemlich unvorteilhaft mit dem Rücken zu diesem riesigen Gully stehe? Perser! Weißt du, wo ich dich am liebsten hinschicken würde? Ich hoffe nicht in dieses Loch, weil das stinkt nämlich ziemlich. Aber das Schlimmste, was du getan hast, Perser, du hast mein Lieblingsessen in die Mülltonne geworfen. Kein Wunder, so etwas Ekelhaftes. Das ist Blasphemie. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn? Das ist Spaß!